Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Pokémon Blau. Beim letzten Mal haben wir Giovanni in den Hintern getreten, das heißt unseren letzten Orden geholt. Und wir haben gegen unseren Rivalen Gary bestanden. Und zwar, das war noch genau hier. Heute bewegen wir uns auf den Weg zur Pokémon Liga. Ich habe Starmie abgelegt, weil Starmie momentan, ich kann euch das mal ganz kurz zeigen, am höchsten gelevelt ist. Ich muss mit Chanera und Gengar nämlich nachziehen und genauso auch wie mit Sazeria. Sprich, die drei müssen wir erstmal auf den gleichen Niveau bringen wie Starmie und das werden wir auf jeden Fall auf den Weg dahin im Indigo Plateau, so heißt nämlich die Stelle, werden wir das auf jeden Fall rocken. Oh, du kriegst den Feldorden, darfst du weitergehen. Genau, wir werden hier nämlich unsere Orden gecheckt und ich habe was vergessen. Mein Starmie kann als einziger Surfer, ich habe wahrscheinlich jetzt Surfer nicht dabei, dann könnte ich mich jetzt in den Hintern treten. Stärke habe ich dabei, vor allem Luis habe ich auch dabei. Ja, natürlich, ich habe keinen Surfer dabei. Alles klar, da war was, was ich vergessen habe, weil wir brauchen den Surfer unterwegs. Ich habe mich schon gewundert, weil Mew kann das nämlich als einzige TVM nämlich nicht. Auch das tut mir leid. Es tut mir sowas von leid, aber mal einen längeren Part. Ja. Das wollt, könnt ihr doch nicht dafür, wenn ich hier. Wenn ich das hier so. Ja, ich sag mal, wieder so bekloppt hinbekomme. So idiotisch einfach nur, ja. Das Wichtigste vergisst du, das Wichtigste Pokémon legst du eigentlich ab, was Surfer kann. Obwohl du das ja für die Liga da brauchst. Weil da gibt es eine kleine Surfschrecke. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Was ist ein Surfer? 03, ne? Ich nehme dann das Item mit. Jo, was ist denn? VM 05, 01, nein, VM 03, da haben wir es. Ach, dann können wir gleich nochmal die Items ablegen, weil wir das ja so gerne machen. Die Pokéball zum Beispiel, die brauchen wir nicht mehr. Das weiß ich, man kann das eigentlich alles offscreen machen, aber der gute Philipp, der hat ja, die Lagerkapazität ist erschöpft. Ah, das ist mir auch neu. Das wusste ich gar nicht, dass das im ersten Teil auch noch der Fall war. Was ist denn das, ey? Speicherkapazität, ey. Da musst du hier wirklich Items wegschmeißen. Okay. Ja, Dan hat es mir mal erzählt. Das ist dann wirklich so. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Surfer kann nur Mew lernen. Warum versuchst, fragst du eigentlich? Ich kann die Form eh nicht verlernen. Ja, Surfer immer nur eine anstrengende Attacke für das Mew. Ja, Fund muss ja weg. Bleibt ja nichts anderes übrig. Super, wenn wir eh keine Items ertragen können, kann ich auch nicht. Der kann heute Surfer auch nicht mal da hinlegen. Ist ja schwachsinnig. Mir ist aufgefallen, der Ingame-Sound, der spackt manchmal ein bisschen rum. Da kann ich leider nichts dran ändern gegen. Das liegt dann einfach an der ROM. So. Dann geben wir mal ein bisschen Gas hier, ne? So, jetzt kommt bestimmt noch ein Pokémon unterwegs. Das würde mich auch nicht mehr wundern. Sag ich ja. Das war normal. Das ist standardmäßig halt, ne? Oh, ein Radfresser. Erinnert mich so ein bisschen an mein Radikal noch. Zur damaligen Zeit. Ich glaube, ihr kennt das noch, das Radikal. Oh, und das Geowatz. Oh, die armen alten Pokémon, die wir dann langsam echt aussortiert haben. Nach und nach. Aber ich kenne sie noch. Ich kenne sie noch, die Werten. Ja. So. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Quellorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Quellorden. Jawohl, ich weiß. Okay, dann setzt du deinen Weg fort. Ja, genau, danke. Also jetzt wird hier jeder Orden nochmal durchgecheckt, bis zum geht nicht mehr. Jetzt kommt der Donnerorden. Genau, den haben wir auch. Danach kommt der Farborden. Der Farborden fand ich... Welcher Orden war eigentlich der einfachste? Also ich fand den Major Bob Orden ja schon relativ einfach, aber... Ja gut, die letzten waren auch schon relativ einfach. Also hier der Vulkanorden ist das doch. Vulkanorden und Erdorden. Die fand ich, die gingen auch noch relativ locker von der Hand. Ich gag auf den Mew. Ja, nee, jetzt kann man jetzt auch mehr durch die Fisch gehen. Hier kommen keine wilde Pokémon. Warum da so ein kleines Fleckchen Erde ist, das verstehe ich bis heute nicht. Ich denke mal, dass da irgendwo ein Item versteckt ist, aber das brauchen wir ja auch nicht. Ja, dann kommt der Sumpforden. Den hat ja eigentlich die Sabrina hier. Den, da habe ich euch auch schon erzählt. Ich dachte, dass man das vertauscht hat. Den 5. und den 6. Orden. So, und so langsam kommen wir ja auch zu wilden Pokémon. Weil es so eine Gegend, wo Pokémon gibt. Hier in so einem riesigen Gebäude. Was wahrscheinlich so ein bisschen in der Höhle eingebaut worden ist. Das sieht verdächtig aus. Sah verdächtig aus. Das sieht auch noch da verdächtig aus. Dieser kleine Busch, genauso wie der hier. Ja.
So, dann haben wir nur noch hier den letzten, der Erdorbit, durchgecheckt. Und wir haben alle, dass ich meinen Weg durch fortsetzen kann. Und hier ist das die Siegestraße zur Pokémon-Liga. Und hier brauchen wir, wie gesagt, das Item Stärke. Und wir benutzen auch hier das Item Topschutz. Scheiße, ich hab... Ja, obwohl, ich muss noch Bälle haben, weil wir können hier das Lavados fangen. Das fällt mir jetzt mal gerade so ein. Wir können hier Lavados nämlich fangen. Und das ist ja auch noch das Ziel in diesem Let's Play, dass wir uns die drei legendären Vögel und Mewtwo fangen. Wahrscheinlich werden wir Mewtwo mit dem Meisterball fangen. Ich mach's mal da, glaube ich, ein bisschen simpel. Wir müssen jetzt diesen Felsbrocken zu einer bestimmten Stelle bewegen, damit da oben der Weg freigemacht wird. Und der Weg ist hier hinten. Man darf sie natürlich jetzt hier nicht so groß verbauen, ist natürlich logisch. Man muss immer ein Feld Platz haben, aber das ist noch ein relativ leichtes Rätsel. Dem Topschutz, damit wir uns hier wirklich uns den Weg locker bahnen können, damit wir nicht unbedingt auf wilde Pokémon jetzt treffen müssen. Ja, weil irgendwann, ja, gehen die einen dann doch schon auf den Zeiger. Und hier gibt es natürlich auch wilde Pokémon, wie zum Beispiel ein hässliches Golbat. Das zum einen. Das müsste sogar nicht schneller sein, Gott sei Dank. Das zum einen. Und hier gibt es natürlich auch noch versteckte Items, zum Beispiel da oben. Ich glaube, man kommt natürlich an beide dran. Ein Geowatt. Wir haben schon ein Geowatt. Ja, Level 41. Die sind relativ hoch hier. Die Trainer sind auch nicht mehr gerade so. Das sind ja hauptsächlich normale Trainer, die auch die Top 4 herausfordern wollen, die sich halt hier so ein bisschen verirrt haben. Die aber auch eigentlich die 8 Ohr natürlich haben müssen. So. Eine Trainerin ist das mit Snubbilicat. Oh, ein ganz gefährliches Pokémon in der ersten Generation. Du kriegst mal einen Dönerblitz ab. Ja, vielleicht kriegen wir die Paralyse. Fast die Hälfte Zeitattacke, das hat null Wirkung. Nochmal ein schöner Donnerblitz von einem Gengar. Also die Hälfte, nicht ganz die Hälfte, okay. Du gibst einen Hypertrank. Okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir eine Psychokinese. Machen wir Swoodoo, weil das der Special-Wert senken kann. Ist aber nicht der Fall. Ja, du kannst mir gar nichts. Jetzt machen wir mal einen Megasauger. Der Megalutscher. Es hat einfach einen ganz einfachen Grund gehabt, damit wir jetzt mit Psychokinese auf jeden Fall durchkommen. Wir sind 5 Level drunter. Das heißt, die Top 4, die werden auch nicht so ganz ohne sein. Da werden wir auch noch drunter liegen. Ein Vulnona. Na gut, wir nehmen mal Glurak. Weil da habe ich mit Erdbeben dann leichte Karten. Und Level 44 ist auch nicht so ganz ohne. Ein Erdbeben. Hat man hier noch mit so Vibrationen quasi angedeutet. Ja, es reicht nicht. Es reicht nicht. Brüller. Wir blieben unversehrt. Das ist auch gut. Also, es reicht nicht mal ein normaler Erdbeben gegen einen Vulnona. Ist der Verteidigungswert von Vulnona so gut? Na gut, wir kriegen halt keinen Step drauf. Aber halt auch so schon eine 100er Stärke. Ja, das wundert mich jetzt so ein bisschen. Vulnonas Werte finde ich eigentlich jetzt nicht gerade überragend. Wie gesagt, wir nehmen hier die ganzen schönen Trainer mit. Ich glaube, du bist gut. Bist du gut genug, um mich zu schlagen? Ich denke mal schon, ja. Ich denke mal, dass ich gut genug bin. 4 Pokémon. Ein Bisaknosse. Das kriegt der Psychokinese ab, wegen dem Gifttyp. Aber bei Gengar haben wir echt ein Problem. Wir haben keine Step-Attacken drauf. Das ist halt der große Nachteil an einem Gengar. Ohne Step-Attacken, ja, ist es meistens genau das. X-Angriff, das erhöht den Angriff bei einem Bisaknoss. Okay, machen wir einen Dönerblitz, das reicht auch. Müssen wir noch ein paar AP hier sparen. Donnerblitz haben wir noch auf andere Pokémon drauf. Sollte nicht so das ganz große Problem sein. Ein Shillock, hast du hier noch die 3 Skater, dann wirst du auch noch ein Glu. Dann wirst du natürlich auch noch mal ein schönes Glutexo haben. Okay, jetzt Bisaknoss hat den höheren Speziwert, ja, kommt hin. Shillock hat ja mehr den Verteidigungswert, der besser ist. Ja, und ein Glutexo. Ich habe natürlich jetzt kein Wasser-Pokémon dabei. Zazenia, Tauros, Glutexo kommt auch mehr von dem speziellen Wert, aber wir bleiben einfach mal drin und machen mal eine Psychokinese. Gut, ich hätte natürlich auch den Megasauger benutzen können bei Gengar, der soll aber immer die KP auffüllen. Der Flammenwurf, der mir noch bei meinem Glurak fehlt, hat dieses Glutexo schon. Aber das wäre eigentlich schon gut, wenn ich den Flammenwurf halt bekäme, bevor ich wirklich in die Liga einspaziere. Und ein Glurak.
Da bleiben wir auch noch drin. Gloraks Schwäche ist Elektro geworden. Ja, wegen dem Flugtyp. Das hat so seine Vor- und Nachteile halt bei Glurak. Ja, der Crit. Der Crit sorgt dafür, dass der Angriff reicht. Aber vier Pokémon, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Oder hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, dass der vier Pokémon hat. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Ein Knogger gibt es hier, okay. Ich mag Knogger irgendwie so. Ich weiß auch nicht, Knogger. Gut, ich hätte mich jetzt heilen können, aber dann kommt dann der Bodenattack und dann ist auch Feierabend. Nee, lass mal gut sein. So, hier müssen wir es auch mal ganz kurz überlegen. Den runter und dann darüber. Okay, das geht ja doch relativ einfach. Das ist ja noch human. Ja, die Rätsel sind echt noch human. Zack. So, dann den hier rüber. Also, hier gibt es schon zwei Schalter. Natürlich auch wichtig, dass wir hier relativ zügig natürlich durchkommen, damit wir A, unsere Pokémon heilen können. Und zum anderen, ich möchte dann auch... Oh, Lavados gerne. Da oben ist Lavados, ihr seht es gerade, da oben ist Lavados. Das ist ein Lavados. Da muss ich aber noch natürlich richtig viele Bälle kaufen. Da komme ich nicht drum herum. Ein Schwarzkobold mit drei Pokémon, Mashok. Der wird wahrscheinlich Kampf-Pokémon haben. Da kommt mir Gengar wieder sehr entgegen mit der Psychokinese. Ja, auch wenn wir nur noch 5 da drauf haben. Ja, das reicht. Das ist ein One-Hit. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, das war klar. Mashok ist down. Das war wichtig. Und wir erreichen noch ein Level ab. Also wenn er nur Kampf-Pokémon hat. Ja, Macholle sogar. Hast du auch noch Machomai? Machomai war auch noch geil. Das macht die Welle heiß. Machomai. Würde nämlich passen, wenn er noch ein Machomai hat. Ne, nochmal ein Mashok, okay. Also, Machomai finde ich gar nicht so schlecht, hat aber nie wirklich Potenzial gehabt in der ersten Generation. Wegen mangelnder Kampfattacken. Der Angriffswert ist gut, aber meistens zum Sweepen kannst du es echt nicht gut benutzen. Aufgrund der Tatsache, dass es extrem langsam ist. Das ist halt so ein bisschen das Problem an Macholo. Genauso wie auch das Problem an Geobas ist, sie sind halt nicht besonders schnell. Zum Beispiel Onix, der hat auch einen relativ guten Angriff. Aber die Verteidigung ist natürlich imbar, aber das sind so Sachen, die man halt zum Beispiel in Online-Kämpfen nicht so sehr oder nicht gefragt sind. Ja, entweder ich will wirklich sweepen, ich brauche Pokémon, die Status weitergeben können. Das sind so, oder später kommen dann noch Pokémon, die Tarnsteine legen können. Da bin ich ganz der große Fan von. Tarnsteineleger. Okay, das ist ein schlechtes Matchup. Da wird Chanera besser mit zurechtkommen. Ah, er ruft auch zurück, okay. Ein Hypno. Ja, okay, da sind die Karten auch noch gut bei mir. Machen wir erstmal eine Dönerwelle, damit ich auf jeden Fall anfangen kann. Paralyse ist so gefährlich. Und der Donnerblitz gleich hinterher. Klar, ich kann natürlich auch mit Donnerblitzen dann hoffen, dass wir die Paralyse bekommen. Aber so ist es besser. Hypno, Psychokinese, der Speziwert ist hoch. Aber unseres natürlich auch. Deswegen tun wir uns hier schwer. Wir haben auch zum Beispiel auch keine Step-Attacke auf Chanera. Ich muss aufpassen, dass er mein Speziwert nicht versinkt. Eine Psychokinese auf Chanera ist auch interessant zu spielen. Keine Frage. Der kann der Kopfnuss. Oh, die tut schon mehr weh. Die tat auch mehr weh. Gut, Weicher hätte ich jetzt auch nochmal benutzen können. Aber ich denke mal, dass das reicht. Genau so ist es auch. Da kommt wieder das Traumato. Ich könnte es auch mit Blubschkrall agieren. Ich bin sogar schneller. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Kopfnuss wird nicht reichen. Da ich aber schneller bin, komme ich zum Weichei. Und somit füllen wir die KP wieder um die Hälfte auf. Das sind bei Chanera nämlich nicht gerade wenig. Und er ruft noch sein Traumato zurück zu Kadabra. Okay. Da das auf jeden Fall schneller ist. Genesung, ja, nee, ist klar. Kriegst du eine Dönerwelle rein. Und dann kriegst du auch einen Donnerblitz rein. Ja, man darf Donnerwelle echt nicht unterschätzen. Man darf auch in Chanera hauptsächlich nicht unterschätzen. Früher habe ich Chanera gerne unterschätzt, weil früher war ich noch nie in diese Materie drin, der Strategie. Da habe ich gedacht, okay, so Chanera, das boxt doch locker weg.
Jetzt geht er mir mit seiner Genesung aber richtig auf den... Ja, ich wollte auch nicht auf Flucht klicken. Ich wollte natürlich Pokémon tauschen. Ich will mal kurz Mantaros rausholen. Der soll mal kurz hier mit Body Slam das Ganze mal schneller beenden. Ach, mein Erdbeben wird blockiert. Damit kann ich leben. Ein Body Slam tut denn nämlich ein Kadabra besonders weh. Okay, dann haben wir das Taurus erreicht auch ein Level Up. Nice. Da kommt das Traumato. Da, da mein Chanera schon mal schneller ist, werden wir jetzt hier auch schneller sein. Body Slam, Stab, hoher Angriff und tschüss. Da war der Quit nicht nötig. Und noch ein Kadabra. Das kriegt auch nochmal ein Body Slam rein. Kein Simsala. Ja, ein Simsala haben wir sehr weniger. Sollte auch reichen. Ja. Hoher Angriff trifft auf niedrige Verteidigung. Und tschüss. Man kann ja auch Weichei, ich zeige euch das mal ganz kurz, man kann hier Weichei auch außerhalb einsetzen. Kann ich das auf Gengar bringen? Ah, okay, da werden mir Punkte abgezogen. Okay, alles klar, da muss ich mir merken. Aber das ist zum Beispiel etwas, was glaube ich nur in der ersten Generation ging. Also in den anderen Generationen kann ich das jetzt nämlich nicht mehr, dass man Weichei einsetzen konnte. Beziehungsweise ich hatte auch nie ein Pokémon gehabt mit Weichei. Den Kampf nehmen wir noch mit. Vom Dompteur. Ein Snobilligat, okay. Da ist der Gengar wieder mal der richtige Partner dafür. Um das Snobilligat mal schön zu schwächen. Das war jetzt genau die Hälfte. Bis ist hier noch eine normale Attacke. Ab der zweiten Gen ist es eine Unlichtattacke. Das wäre auf Gengar nämlich dann sehr effektiv. Man beißt einen Geist, ja. Und das ist sehr effektiv. Das passt auch nicht so ganz. Ein Enteron. Das ist wieder mal perfekter Zeitpunkt für mein Chanera. Enteron ist nämlich auch nur speziell ausgelegt. Ein Enteron habe ich auch nie gespielt. Wir bringen erstmal eine Donnerwelle wieder rein. Dann bringen wir mal ganz kurz ein Weichei rein. Um uns zu heilen. Und dann kommt der Donnerblitz. Oh nein, das habe ich mir noch verdrückt. Ich wollte natürlich keinen Weichei. Ich wollte natürlich Donnerblitz, so wie bereits erwähnt. Aber vielleicht ist er nochmal paralysiert. Ein Rutenschlag. Greifst du jetzt physisch an? Und nicht speziell? Würde ich jetzt nicht so geil finden. Na gut, wenn du paralysiert bist, das finde ich richtig geil. Na gut, jetzt habe ich noch Glück im Stand und werde ich nicht so viel Glück haben. Das versichere ich euch. Und wir erreichen auch mit Chanera Level 40. Sieht doch nice aus. 61 inne, das ist echt nicht hoch. Das ist wirklich... Das ist eine Schublade zwar nicht, aber... Zeigt auch gerade nicht den hohen Wert von Chanera in Sachen inne. Ich wollte hier den Part damit beenden. Und mit diesem nächsten Trainerkampf sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Pokémon Blau.